Auf Grundlage des Aufmaßes erstellt der Meister eine Rechnung für die erbrachten Leistungen und schickt sie zusammen mit der Dokumentation an den Kunden. Danach erfolgt die Nachkalkulation. Darin vergleicht der Meister die geplanten und die tatsächlichen Kosten. Zum Beispiel die geplante und die benötigte Installationszeit laut Stundenzettel. Nachdem der Kunde die Angaben auf der Rechnung überprüft hat, überweist er den zu zahlenden Betrag. Hat der Meister den Zahlungseingang geprüft, ist der Auftrag abgeschlossen.